I am sailing, I am sailing hier in Ark mit Miri und Katze auf dem Weg. Würdest du bitte den Motor wieder anschmeißen? Ne, ich gehe dann weiter, auf wenn du aufhörst zu singen. Auf dem Weg, die Dinos zu retten, weit übers Meer hinaus, tief in die Schlucht. Also fertig? Dann weiter singst, drehen wir um. Ich hoffe, dein Video wird etwa monetarisiert wenn dafür. Wir weiter... Nein, halt, stopp! Halt, stopp! Zurück! Die ganze Arbeit umsonst. Ja, ja. Warum hast du auch gesungen? Ja, ich kann doch weiter singen. Wir fahren nach Hause. Ah ja, jetzt dreh ich wieder um. Ah ja. Prinzip erkannt. Okay. Wenn du ab sofort möchtest, dass ich ausweiche, einfach umdrehen, die ganze Zeit immer. Also ich weiß nicht, ich fand das Lied gerade sehr, sehr schön. Nein, danke. Also. Ich mag das Lied auch an und für sich. Ich mag deine Interpretation jetzt nicht unbedingt so sehr wie das Hauptlied, aber es ist in Ordnung. Das Einzige ist halt, man muss versuchen, so ein bisschen Spaß mit reinzubringen. Ne? Und da links von uns ist ein großer T-Rex, den möchte ich ganz kurz in den Kopf schießen. Oh, aber er ist süß. Wo? Ist das ein Was Mech? Was an der Aussage links von uns? Guck mal, ist das Miri ein Mech im Weg. Da hinten? Da ist ein Mech. Tötet ihn! Ich hole ihn ab! Ich hab den Rex one-shotted, okay! Und ich kann die Stegos nicht treffen. Aber ich von hier oben. Das ist ein Mech? Ja, das ist ein Mech. Oh, oder auch nicht. Keine Ahnung. Ist dahinter ein Stein, also vor den Stegos? Ja. Ich krieg Damage. Jetzt habt ihr einen getroffen. Okay, ich habe einen Damage-Indikator, aber keinen. Hey, jetzt kommen die aber zu uns. Jetzt kommen die aber zu uns. Kommt jetzt müssen zu wir euch. Treffen können. Das sind Zebras! Da ist der Stein, den wir nicht gesehen haben. Einer ist down. Zwei der Mac down. Müsste ja jetzt auch down sein, oder? Nee, also, der läuft noch auf euch zu. Ja, wenn Blaudi jetzt noch schießt, komm, so, den Mac kannst du looten. Einfach mit dem Vogel einmal angreifen. Ob der Vogel das tragen kann, ist wohl eher die Frage. Notfall schmeißt dieses Altmetall und so weiter raus. Da ist ein böse Fisch in dem Wasser. Fisch. Böse Fisch. Oh ja, rechts von uns sind Haie und Delfine und noch mehr Haie, die gerade auf uns zududeln auch. Okay, wir können weiterfliegen. Ganz viel Zeug habe ich. I am a Katze and I will die on Spino. Du hast Platinen gefunden, 300 Stück. Kannst sie haben. Ja, nee, da habe ich ab morgen schon wieder mehr als genug von. Denkst du dir meine Platinen? Am Morgen ist euer, hat er eigentlich Winterurlaub? So, also ja, wir haben ja jetzt 2 Wochen Urlaub gehabt. Ah ja. Und unseren Urlaub haben wir... Phänomenal. Findest du überhaupt wieder zur Arbeit? Das weiß ich nicht, das ist immer so weit weg, ne? Die 5 Minuten von hier ist schon... Ja, vielleicht hast du den Weg vergessen. Mhm. Weil du so lange nicht mehr da warst. Ich stell mir das vor, Blauli denkt so, oh, links abbiegen, fährt rechts lang, ist dann irgendwo in einer anderen Firma und so, ich anfange zu arbeiten, ich weiß nicht mehr, wo meine ist. Ich wollte arbeiten gehen. Ich hoffe, wir fahren mit dem Motorboot gleich auf Sand auf und kommen nicht mehr weg. Oh ja, das wäre lustig. Ja, ganz toll. Wenn die beiden mir was Schlechtes wünscht, mach ich das auch. Ich habe nur die Erfahrung, die wir mit deinem Orientierungssinn gemacht haben, habe einen guten Orientierungssinn. Ich weiß gar nicht, ob dieses Riesending hier durchkommt. Ja, wir werden es rausfinden. Du Kacke, das sieht so eng aus. Ach, du Scheiße. Bäume können schon ein Problem sein. Weil die Bäume fällen jetzt. Das wird schon. Jo, das hat funktioniert jetzt, soweit. Das Problem ist ja, dass Achtung, wir Stein voraus, mehr links, sowieso... Mehr links. Ah, Katze! Ah, knapp. Aber frag mich gerade eher, wo der Eingang ist. Hä? Hier ist doch der wo Eingang. Ist der Eingang zu dem Ding? Ah, ist der vorne links noch weiter, oder was? Ja, da geht's nach rechts dann weiter rein. Hier, wo ich fliege, geht's da rein. Aber das sind ganz viele Steinchen. Die wollen nicht, dass man mit dem Schiffchen hier reinfährt. Alter, ja, hier geht's rein. Wo habt ihr denn die Dinos überhaupt hingepackt? Ans Ende von dieser Schlucht. Ah ja, das ist natürlich optimal. Ja, wir sind schon ein paar Meter drin auf jeden Fall. Ah. So, jetzt waren wir an einen Stein aufgefahren, ist alles gut. Das ist der Weihnachtsdino. Oh, warum landet der nicht? Oh, das Rausfahren wird die Hölle mit den Dinos, die werden die ganze Zeit runterbuggen durch die Wände.
Das wird richtig lustig. Das Gute ist, theoretisch können sie uns einfach folgen. Bis zum offenen Meer und dann können wir sie ja, aufladen. Ja, eben. Oh, okay, der Kanu war nur kurz auf eurem Boot, falls ihr das mitgekriegt habt. Nein, habe ich nicht mitbekommen. Der ist von oben runtergefallen, saß auf dem Boot, hat aber sein Opfer dann weiterverfolgt und ist runtergesprungen. Ja, auch nicht schlecht. Na gut, solange ich nicht das Opfer bin, ist ja alles gut. Dinge sind passiert. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. So, wie weit müssen wir ungefähr die Hälfte. Stimmt. Von dem Anfang haben wir jetzt. Es wird dann auch wahrscheinlich jetzt irgendwann so eng, dass wir da vielleicht doch nicht mehr durchfahren sollten. Ich weiß halt nicht, ob das lohnt, wenn die Dinos hier eh runterbacken, weißt du? Ja, eben. Ja, sie können uns ja so oder so folgen. Ja. Das Besondere ist halt, wir können von hier aus halt schießen. Ja, klar. Das ist halt nochmal ein Vorteil gegenüber den anderen Situationen. Da links ist wieder ein Tech übrigens. Oh, wo ist er? Ich bin irgendwie langsamer als ihr. Wartet mal. Dann kann ich wieder aufsteigen auf Schiff. Schon tot, der Tech. Wo ist der denn? Der ist links von uns jetzt, von unserer jetzigen nicht Position. Da. Sind da gerade drei Raptoren dabei, uns looten zu wollen? Ja, die schwimmen hinter euch her. Entschuldigung, habt ihr Lack gesoffen? Wo? Aktion. Ja, die schwimmen hinter euch her, die Raptoren hier. Ich schwimme jetzt gerade auf dich zu, by the way. Mich? Ich hab ihn übrigens gelootet, ne? Okay, dann können wir weiter. Raptoren! Raptor. Hier hatten wir sie gezähmt das letzte Mal. Und da ist ein Spino vor uns im Wasser. Der hat sich verlaufen. Problem ist, egal wo ich hinspotte, ich lenke dadurch das Boot jetzt gerade. Also müssen wir ganz kurz gucken, was ist das für ein Spino? Level 215er, shit. Den müssen wir töten. Der greift uns nämlich an. Ist er nicht gut genug, um ihn zu zähmen? Selbst dann haben wir kein Kibbel bei. Oh, schade. Und weiter. Dude. Aufgeräumt ist aufgeräumt. Aufgeräumt, wer ist in der Leitung? Na, Feuerio, zuschlagen, wer ist in der Leitung? Noch ein Spino vor uns. Mach ich. Oh, wenn du nicht verziehen würdest. Meinst lenken? Stoat, weiter. Direkt den nächsten Spino dahinter auch angreifen. Da sind sogar zwei Spinos direkt dahinter. Weiter durch, ich glaube ja. Rechts ist auch noch ein Spino. Also hier auch ist wirklich Tal of the Spino, Alter. Läuft echt gut. Spino-Allergie. Ich weiß echt nicht, ob wir da bis hinten durchkommen. Das ist schon, also, schon spannend hier, noch ne? Noch ein Spino, Alter. Das ist echt abnormal. Zwei Spinos! Louis, deine Aufgabe. Ja, der zuckt so rum. Ja, Katze schon erwischt. Der Raptor vor uns war auch ambitioniert. Oh, der Spino hat einen Kopfschuss überlebt. Schön. Der ist tot. Was? Der hat versucht, uns anzugreifen. Warum sollte ich auch irgendwie treffen? Ich sag ja, meine Trefferrate ist 1 zu 3. Hier geht's nicht mehr weiter jetzt. Ist Ende. Dann sind wir falsch gefahren. Durch Auskundschaften gehen. Wir hatten eine Möglichkeit, anders abzubiegen vorhin. Die müssen wir dann nehmen. Das sind Termiten, die hinter uns herfliegen. Warum auch immer. Den geht's gut, den geht's gut. Schieß mal drauf. Ja, nee, die sind zu klein. Ja, hier musst du links rum, genau. Der Weihnachtsmann. Da vor uns gerade ein Spino gewesen. Ja, der ist gerade ins Wasser gegangen. Ein Weihnachtsspino. Aber fahren wir dann jetzt nicht automatisch auf den drauf? So, jetzt müssen wir ja hier nach links. Hallo, Kano, wie geht's dir? Scheiße, ich werd von dem Kano an. Guck das, mal runter, Alter. Oh, scheiße, das sind noch Raptoren. Oh Gott. Das war mal knapp. Was war? Die waren die so nah dran schon? Guck doch mal hier runter, Alter. Schau dir mal, wo der Kano ist. Warte. Schau mal runter, schau dir an, wo der Kano ist, Junge. Ups. Ah, ja,
Das hätte auch schief gehen können. Ja, das ist gut gemeint, ne? So, warte, Skillshot. Ich kletter wieder hoch. Vorher noch nicht losfahren, bitte. Ich muss ganz kurz den Kanu noch ins Wasser werfen. Fällt er runter. Ready to go! Die springen immer von oben, die Kanus. Vorhin hättet ihr auch fast einen abbekommen. Aber der so, hat sich ja dann anders entschieden. Ja, linksrum, genau. Perfekt. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Zu ihrer rechten Seite finden sie. Und zu ihrer linken Seite sehen sie. Nein, linksrum, linksrum, linksrum. Bist du dir sicher? Ja, rechtsrum geht's nicht mehr weiter. Da ist Ende Gelände. Man hört nur einen Schuss und einen Schrei und dann ist Ende. Ja, wir waren ja wieder irgendwo Spinos einer hier. Weg. Ist irgendwo ein Spino tot? Ich glaube, ich Spino. Okay, hier ist Ende. Wir müssen unsere Spinos sein. Hier sind unsere Spinos. Die Frage ist nur, wo? Direkt vor uns. So, ich sehe sie schon im Rauch. Das sind unsere. Drei Stück, die da so ganz fein rumstehen. Hallo, wir sind zurück. Habt ihr uns vermisst? Wir haben es geschafft. Wir haben euch doch abgeholt, auch wenn wir euch zwischenzeitlich definitiv nicht vergessen haben. Oh Mann. Also, soll ich die jetzt mal mit Sattel ausrüsten? Ja, mach ja, mal. Ja, bitte. Denn man sieht in diesem blöden Nebel so wenig. Eins, zwei, drei Stück. Süß. Müsste ich den nur anklicken können? Die passen nicht auf unser Boot. Aber egal. Kriegst einen Sattel. Du hast schon einen Sattel. Hier hat schon einer einen Sattel. Ach, Katze hat schon. Der nächste hier hinten hat einen Sattel. Soll ich Vögelchen vielleicht mal wegfliegen? Ich glaube, der steht sonst im Weg. Der ist irgendwie festgebackt hier. Komm, beweg dich. Ah, jetzt. Die sollen da drauf passen? Alle? Okay. Spinos sind groß. Warum lenkst du ihn nach links? Weil ich nicht weiß, wie ich ihn sonst hier auf die Plattform ordentlich drauf kriegen soll. Was heißt ordentlich drauf? Der muss ja nur mit den vier Pfoten auf der Plattform draufstehen. Ist es so gut? Ja, so ist gut. Jetzt kriegen wir den dritten halt nicht mehr drauf, aber ja. Oh, was ist das für ein weißes, cooles Ding da drüben? Da rechts, was ist das? Ist das ein T-Rex? Oder ein Kano? Nein, eigentlich. Der sieht richtig cool aus in weiß. Das eine Ding aus Jurassic World. Der ist schon fast tot an dem Stego, also der ist low level. Ein weiblicher Rex, Level 24. Oh, ja gut. Meiner ist, ich habe leider ein bisschen viel Zeug anscheinend dabei für ihn. Ja, der High-Level-Dino, was hast denn du dabei? What the fuck? Was soll denn das? Was macht der denn da im Weg? Ich hab den T-Rex gerettet. Oh, das ist nett von dir. Okay, ich gehe schon mal wieder nach oben, weil ich tu mir die großen Dinos, weiß ich nicht, wie die hier drauf passen sollen. Die großen Dinos werden hier schon drauf passen, wenn das Problem nicht so extrem wäre gerade. Ja, man backt sich in die Decke rein, so ein bisschen dumm. Alter. Problem ist halt, der, den du abgestellt hast, ist halt okay. Zum einen überladen, weil er komplett voll ist mit Zeug. Ah, Falle. Na, hallo Miri, tschüss Miri. Denk dran, die passiv zu pfeifen, oder? Weil sonst greifen die alles an, was irgendwie ja nur in unserer Nähe ist. Vögelchen ist auch gar nicht so klein. Ey, du bist ja mir drin gelandet. Ja, du warst im Weg. Tut mir leid. Vögelchen mit einem sehr interessanten Schnabel. Mit Zähnen, damit er Fische beißen kann. Ja. Er ist ein guter Vogel. Sieht aus, als wenn er einen Baumstamm als Schnabel hätte. Ehrlich.
Er hat Zähne, siehst du das nicht? Baumstammschnäbel. Ich würde ihn gerne fliegen, darf ich? Ich will nicht wieder mit dem Schiff zurückfahren. Der ist langsamer als das Schiff. Echt? So schlimm? Ja. Das ist kein guter. Ich habe einfach einen genommen, der grün war. Ach so. Oh, es geht los. Der war low level. Oh, oh. Oh, die News schwanken hin und her. Jetzt spannend. Auf, zurück. Du Kacke. Raptoren, bleibt da, wo ihr seid. Sonst gibt's Ärger. Welche Richtung? Alle aus? Ich glaube rechts rum. Oder? Oder? Ich glaube auch, oder? Ja, rechts rum. Da vorne ist ein Spinobelui. Wo? Da, ja, aber der wäre ja links rum. Was machst du? Da vorne ist ein Alpha-Raptor. Fahr geradeaus und nach rechts. Hä, was machst du? Du sagst rechts. Was ist denn ja, geradeaus und nach rechts? Nein, hier. Rechts in dem... Jetzt nicht hier nach... Alles gut. Fahr da genau, daher. Geradeaus, meinst du? Vor uns ist ein Alpha im Wasser. Nee, warte, schieß, da kommen wir doch nicht drauf her. Ja, nein, du musst links durch die Passage durch. Das sind durch. Drei Spinos. Ja, und die kämpfen gerade gegen den Alpha. Ah. Katze. Und hinter uns ein T-Rex. Katze links. Kollege, verstehst du, was rückwärtsfahren ist? Ich will es dir nur erklären. Ja. Wollt ihr vor die Tür gehen und das da klären? Da zwischendurch, durch diese Steine bist du gefahren. Ich hoffe, das klappt mit unseren Stegos. Kein Problem, solange die Spinos draufbleiben, sind mir die Stegos egal. Meine ich ja. Oh, da vorne ist ein sehr, sehr gut aussehender Spino. Ja. Der schwarze da ist oder ist hier nach der rechts grüne oder nach links? Ja. Rechts rum, rechts rum. Du, ich glaube, du musst dann die Spinos da erledigen. Der eine taucht da unten. Ja, das geht halt nicht, während Katze fährt, weißt du? Das ist das Problem. Louis, direkt vor uns, im Wasser. Wie gesagt, wenn Katze hin und her wackelt, kann ich gar nicht treffen. Ja, jetzt sind wir auf ihn drauf gefahren anscheinend. Daher genau. Der erste Spino ist hängen geblieben. Nein! Er kommt. Willst du ihn aufladen oder willst du weiterfahren? Weiterfahren. Solange er uns jetzt nicht blockt, ist alles gut. Dann go. Oh, der grüne Balui, der grüne verfolgt uns. Kümmere ich mich drum. Oh, immer verreiß ich in dem Moment, wenn Katze eine Kurve macht. Oh, er dreht ab. Kannst ihn leben lassen. Links oder rechts? Rechts. Da spielen wir so uns drin. Aber wisst ihr was, Leute? Eigentlich ist meine Folge zu Ende. Wir sind schon bei 18 Minuten. Ob wir hier jemals heil nach Hause kommen, das werdet ihr sehen bei Miri. Die hat nämlich die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Und bleib schon feurig. Tschüss, rechts, 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 zurück, 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 zurück.